Alex Berlin. Deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Hallo und herzlich willkommen zur allmonatlichen Liederbestenliste hier im Rockradio und auf Alex Berlin, sagt Petra Schwarz, Mitglied der Jury der Liederbestenliste. Heute, an diesem letzten Freitag im Januar 2023, schauen wir, wie an jedem letzten Freitag im Monat, nach vorn. Heute also auf die Februarwertung. Der Ordnung halber sei wie immer erwähnt, der Sendeverantwortliche ist Klaus Schnabel-Köplin. Und auch gleich zu Beginn wie immer schon einmal der Hinweis, die Wertungen der Liederbestenliste, dann auch schon für Februar 23, findet ihr auf unserer Website liederbestenliste.de. Dort könnt ihr auch sehen, dass es im Februar 4 Songs auf Anhieb neu in die Top 20 geschafft haben und 4 weitere Songs von hinteren Plätzen in die Top 20 eingestiegen sind. Ja, und innerhalb der Top 20 gibt es auch wieder einige Bewegungen, die sich in der kommenden knappen Stunde widerspiegeln wird. Außerdem habe ich wie immer die persönlichen Empfehlungen Lied und Album für euch und es gibt am Schluss etliche Veranstaltungshinweise. So, und damit rein in die Februarwertung. Auf 20, 19 und 18 gibt es keine Songs, da sich 6 Songs punktgleich auf 17 tummeln. Gleichgeblieben auf 17 sind Sterzinger mit Leise im Kreise. Und von 8 kommend Christian Haase mit Gute Fee. Ich hab viel zu viel gesehen, um mich wieder wegzudrehen. Hab diskutiert fast 100 Nächte, hab versucht, dich zu verstehen. Ich sprach mit Ärzten, Priestern, Vätern, mit Opfern und mit Tätern, mit Bettlern, Kindern, Frauen, die dir alle nicht mehr trauen. Ich hab versucht, neutral zu sein und stimmte nicht ins Jammern ein und hab dein Gold im Schlamm gesucht und wurde stets dafür verflucht. Ich hab im Kopf die großen Meister, die mich alle torpedieren und klebe fest an deinem Kleister, dem Versuch zu reparieren. Leck mich am Arsch, du gute Fee, dein Zauber kommt zu spät, weil sich heute nichts mehr dreht. Ach, geh zurück zu Peter Pan. Leck mich am Arsch und schwirre ab, nimm deinen Goldstaub, Zauberstab und tritt nie wieder an mich ran, weil ich's wohl ohne dich besser kann. Ich hab meinen Vater nicht erkannt, als ich fragte, wie's ihm geht. Es ist kalt in diesem Land und weil hier jeder jedem rät. Mit den leeren Abendkassen den letzten Abend zu verprassen, damit's doch noch gerecht zugeht in dieser neuen Realität. Leck mich am Arsch, du gute Fee, dein Zauber kommt zu spät, weil sich heute nichts mehr dreht. Ach, geh zurück zu Peter Pan. Leck mich am Arsch und schwirre ab, nimm dein Goldstaub, Zauberstab und tritt nie wieder an mich ran, weil ich's wohl ohne dich besser kann. Fee, dein Zauber kommt zu spät, weil sich heute nichts mehr dreht.
Christian Haase auf 17 im Februar in der Liederbestenliste. Ja, und dort die dritte im Bunde, Miss Ellie, von 3 im Januar kommend und zum dritten Mal dabei, mit Alles nur geträumt. Ja, und dann hätten wir auf 17 noch Felix Mayer und Bojek Thiel mit dem Titelsong seiner aktuellen CD, später noch Immer, auch den haben wir in einer der letzten Sendungen gehört. Ja, und nun 2 Songs, auch noch auf 17, von denen der eine auch die persönliche Empfehlung Lied ist und der andere vom für diesen Monat empfohlenen Album stammt. Ja, dann fangen wir also mit der persönlichen Empfehlung Album meines Jurykollegen Michael Lages aus Hannover an und empfiehlt Susanne Riemer und Wilhelm Geschwind mit der CD Unverpackt und schreibt dazu unter anderem: Zielstrebig führt der Titel in die Irre, denn was immer die Kölner Sängerin und Trompeterin Susanne Riemer da vorlegt, im Duo mit dem Gitarristen und Arrangeur Wilhelm Geschwind, ist vor allem und immerzu eins: verpackt. Jazz verpackt in Chanson, Chanson verpackt in Jazz. Und dass Partner Geschwind ein Gitarrenbass-Hybrid spielt, also ein technisch trickreich konstruiertes Mixinstrument, ist nicht nur ein markantes Detail. Für die Brass-Sound-Creation-Trompete von Susanne Riemer gilt das ja auch. Hybrid, also miteinander vermischt und ineinander verpackt, ist hier eigentlich alles. Susanne Riemer schreibt kluge, manchmal leicht sentimentale Texte und singt diese mit kraftvoller, emotional versiert getönter und abwechslungsreichen gewichtender Stimme. Auch wenn sie sich um die Geschichten und Geschicke der Freundinnen in der Damensauna kümmert. Den Song werden wir gleich hören, weil der hat sich eben auch platziert schon auf 17 in der Liederbestenliste im Februar. Zuletzt auf Jazz wie auf Song- und Chanson-Terrain wird Susanne Riemers Musik also zum Ereignis und mit Partner Geschwind ist eine Produktion gelungen, die in beiden Musikabteilungen höchste Punktzahlen erreichen und ganz viel Begeisterung auslösen sollte, in der Liedermacherei wie im Jazz. Das ist sehr selten und darum ein Ereignis für sich, schreibt mein Jurykollege Michael Lages. Und so klingt der Song Damensauna. Kartoffelsalat, das Pelen mit Zitrone und Salz vom Toten Meer. Helle Stimmen, freudige Begrüßung sind alle an Bord. Kartoffelsalat und jede Menge Wasser, der Aufguss mit Orangenduft. Hier ein Lachen, da ein Schluchzen. Hat jemand die Dinkelplätzchen mit? Henriette lässt ihren Mann nicht mehr an sich ran und Pia hat schon wieder ein Pfund mehr. Kader mit der Maske aus grün gequarkter Matsche kann nicht mehr ihren Mund verziehen, sonst bröselt alles ab. Lisa hat einen neuen Bademantel und Evi präsentiert den neuen Ring vom neuen Lover. Katrin war in Urlaub, Kroatien gar nicht teuer, mit Meeresaugen nie gehört, da will ich auch mal hin. Annegret pflegt ihre Eltern, die Mutter ist dement und muss ins Heim. Rita kommt vom Laufen und ihre gute Laune steckt jeden an, dafür ist sie bekannt. Wir lieben dich. Doch da gibt es zwei, die können sich nicht leiden. Die gehen sich lieber aus dem Weg. Und eine, die meckert, egal aus welchem Anlass, zu heiß, zu feucht, zu laut, zu viel Gelächter, wer hat Spaß? Kartoffelsalat, da
Meerespille mit Zitrone und Salz vom Toten Meer. Helle Stimmen, freudige Begrüßung, sind alle an Bord. Kartoffelsalat und jede Menge Wasser, der Aufguss mit Orangenduft. Hier ein Lachen, da ein Schluchzen. Hat denn jemand die Dinkelplätzchen mit? Nun war ich ein halbes Jahr nicht mehr da und hab indes die Meeresorgel selbst besucht. Evi ist schon wieder solo, aber munter. Der Mann war keine gute Wahl, sie schaut sich hier mal um. Neue Gesichter, die alten Geschichten. Mal Freud, mal Leid und jeder tauscht sich aus. Aber wo ist Effi? Sie war doch so schwer krank und machte böses Spiel. So gute Miene, oh mein Gott. Das Ganze, die Mischung aus Jazz und Chanson, von der persönlichen Empfehlung Album meines Kollegen Michael Lages aus Hannover namens Unverpackt. Und das Ganze ist das Duo Susanne Riemer und Wilhelm Geschwind. Der Song heißt Damensauna, bereits auf 17 im Februar in der Liederbestenliste platziert. Ja, und wenn wir einmal bei den persönlichen Empfehlungen sind, hier noch die für das Lied für Februar. Sie stammt von meinem Kollegen Dieter Kindl aus Kassel und er empfiehlt Detlef, nein, nicht Detlef, das war jetzt ein freudscher Fehler, Wolfgang Buck mit dem Song Hä? Fragezeichen. Ja, da geht es um einen Rückblick auf die vereinsamende Corona-Zeit und auf die Menschen, denen man lange Zeit nicht begegnen konnte. Der fränkische Liedermacher singt von Weltreisenden, daheimgebliebenen, großzügigen Geizhälsen, Liebe, Vertrauen. Das Ganze auf seiner ganzen CD. Musikalisch ist einiges vertraut und Wolfgang geht auf diesem Album, so schreibt mein Kollege, neue Wege, wie zum Beispiel das Lied, das ich empfehlen will. Also ich ist in dem Falle Dieter Kindl aus Kassel. Hä, heißt das Stück, und zwar das letzte Stück auf diesem Album, und es strotzt nur so vor Wortakrobatik und kommt musikalisch ganz entspannt daher.
Das Gegenteil ist aber der Fall. Dahinter versteckt sich nämlich ein kleiner Fränkisch-Sprachkurs. Schreibt sich wörtlich mit Doppel-G. Buck klärt detailliert über die Eigenheiten der fränkischen Mundart auf. Für ihn sind diese regionalen Spracheinheiten selbstverständlich und kann deshalb nicht glauben, dass andere ihn nicht verstehen. Also spitzen wir mal die Ohren. Bab des Babbela, von Babkarton. Liegt der Baba mit der nackerten Mutter auf der Chaiselong? Hä? Gibt's ein Baggers, weil der Lackel mit sein Schlappen quer durch die Bodacken sapp? Hä? Und warum hat der Kabo um Platten verlegen, sein Kappen auf der Plattenkapp? Wo kommst denn da du her, dass du das nicht verstehst? Wo kommst denn da du her? Der fei auf, wenn's bei mir geht. Paris schreibt man, wie man es spricht, mit einem harten B. Was ist denn da so schwer zu kapieren und zu verstehen? Wir haben wahre Buchstaben, wir wollen doch keine schießen. Weil mit HDB und HDD kannst du nicht freundlich grüßen. Geschepper und Geklapper und Geratter und Staccato aus unserem Mund. Alle Wörter, Butter, Wach, die Silben schick schmiert und miteinander verbunden. Da gibt's nix, was spitzig blitzert, dir die Lippen aufschlitzt. Wir haben im Blues Kagidu, unser Ruhe, Balu, Schubidu. Wo kommst denn da du her, dass du das nicht verstehst? Der fei auf, wenn's bei dir gehst. In der Mitte und am Ende vor am Wort, da nehm es dicke L. Allmächtig Milch ist billig, der Dolch hier brillen ist ein Kassenstil. Man spricht das L prälabial, also Zunge vor der Waffel. Wir sagen für vielfältigen Multimillionär und endlich dein Graffel. Am Anfang vom Wort vor einem Vokal sprechen wir es K wie K, ganz einfach. Wir sagen Cannelloni, Kirchenscherzer, Käsekuchen und Hamann Katar. In der Mitte oder vor an R oder L wird's K zum G, Exempel. Graut wie gelegt, Gläs, Muskat, Schokolade oder packt ein Greppel. Kommst du nach du her, wo kommst du nach du her, dass du das nicht verstehst? Na du, der fei auf, wenn's bei dir geht. Kommst na du her, kommst na du her, dass du das nicht verstehst. Kommst na du her, der fei auf, wenn's bei dir geht. Hackerle beißen, Oberstut scheißen, Kicherle grillen, ins Gabberle zillen, Dockerle bucken. Bederlei in der Suppe, nachleis bitter, Seidler, halber Liter. Wiebeli wieben, Zwiebeli bieben, ein Scheiferler du duften, ein Wendler ist ein Kuften. Kackerle verstecken, Zwiebeli schmecken, ein Versucherler ist wenig, ein Debberler kein König. Bobberler Herzen mit dem Wackerler Schatzen, Zugeli quieken, ein Gasler ist ein Ziegen. Brestnerven Kuhn, Robbern wird geschoben. Samala die Marmelade, das Köschlein schon klar, zum Geburtstag Ständerler, zum Tangerstampeler, noch ein Wäschler, was für ein Eiterschler, am Schluss nur ein Kiedler und ein Kaffeeler, vielleicht ein wenig ein Busserler und dann ein Adela. Ich bin Ficherland und ich simmerliere als Pfad in einer Tour. Ich hab ein Dächtelmächtel und ich hab ein Ei, Schicksen in der Kuh. Bin ich pleite, ob's vermassel und mein Bob, mein Esle. Mein Schießen ist hier und ich stell's vis-à-vis Pritscher Brat aufs Trottoir, wo's her. Kommst na du her? Sag mal, Wolfgang, du fragst
lass mich jetzt, na du. Allen Ernstes, wo ich herkomme, oder was? Na sag mal, ich glaub, mein Schwein fällt. Na du, hörst du das nicht? Dass du das nicht verstehst. Sei, komm, wo kommst du her? Na, sag mal, wo soll ich schon herkommen? Ich komme aus der Hauptstadt. Verstehst du? Berlin, mein Mann muss. Berlin. Mehr wollt dazu nicht mehr zu sagen. Ja? Verstehst du? Na, du yeah. Ja, ja, aus Berlin, wie gesagt, ne? Kommst du nach Ruhe? Ey, ich sag's noch einmal, ich komm aus Berlin. Kommst du nach Ruhe? Der fahr auf, wenn's mir geht. Na gut, aus Köpenick. Bab des Babala, ah, auf dem Babkarton. Liegt der Baba mit der nackerten Mutter auf der Chaiselon. Die zwei Backers bei der Lagel mit zwei Schlappen quer durch die Bundaksap. Und warum hat der Kapo um Platten verlegt, sein Kappen auf der Platten gehabt? Die persönliche Empfehlung, Lied meines Jurykollegen. Da kam es nochmal, das Hä. Dieter Kindl aus Kassel. Wolfgang Buck mit dem Song Hä. Vom Album Wiese, wie, so schreibt sich das wirklich, ist eben fränkisch, wie wir gelernt haben. Auf 16 in der Liederbestenliste im Februar 2023. Dominik Planger mit Das Dorf von 14 im Januar kommend. Wo die Erdäpfel wachsen, trinkt niemand Wein und die Erde ist kalt wie der Mond. Im hintersten Land, alles tiefschwarz und braun, es muss hart sein, wenn man hier wohnt. Die Menschen sind fleißig und reden nicht viel, man zeigt sich von der besten Seite. Eine Frau lächelt scheu, auch wenn sie nicht will, ihre Augen suchen das Weite. Eine Frau lächelt scheu, auch wenn sie nicht will, ihre Augen suchen das Weite. Jeden Tag dieselben Gesichter, Fremde duldet man keine. Die Männer betrunken im Wirtshaus und die Frauen zu Hause an der Leine. Der Pfarrer hält seine Hand auf die Schäfchen, die seinen. Und ab und zu hört man einen Ministrant unter dem Chorkittel weinen. Und ab und zu hört man einen Ministrant unter dem Chorkittel weinen. Es lebe das Dorf und die Menschen in ihm, die Bigotten und die Säufer, die Denker, Dichter und dummen Außenseiter und die Überläufer, alle vereint in Trostlosigkeit, gegen die sie vergeblich am Beten, gezeichnet von rauen Winden und einem beinharten Lehm, gezeichnet von rauen Winden und einem beinharten Lehm. Hier herrschen noch Zucht und Ordnung, Femizid und Patriarchat. Am Sonntag tritt man vor den Altar, weil man gesündigt hat. Eine Hand hält immer die Bibel und die andere winkt Adolf zum Gruß. Ist man sich einig, dass jemand wer das Vaterland führen muss? Hier ist man sich einig, dass jemand wer das Vaterland führen muss? Der Boden ist nass und schwer, vollgesaut mit Geschichten, über die niemand reden will. Erinnerung muss man vernichten, sonst holt sie dich ein und bringt mit Macht die schrecklichen Bilder zurück. Und der letzte Ausweg ist hoch und das Dach der Scheune, da baumelt ein Strick. Der letzte Ausweg ist hoch und das Dach der Scheune, da baumelt ein Strick. Es lebe das Dorf und die Menschen in ihm, die Bigotten und die Säufer, die Denker, Dichter und dummen Außenseiter und Überläufer, alle vereint in Trostlosigkeit, gegen die sie vergeblich am Beten, gezeichnet von rauen Winden und einem beinharten Lehm, gezeichnet von rauen Winden und einem beinharten Lehm. Ein trostloser Fleck in der Landschaft, ja, so leicht kommst du hier nicht raus. Eine schrecklich kleine Welt, geduckt und eng jedes Haus. Hier werden Kinder geboren und die meisten werden hier sterben. Und diese traurige Einsamkeit wieder weiter verehren. Und diese traurige Einsamkeit wieder weiter verehren.
Es lebe das Dorf und die Menschen in ihm, die Begotten und die Säufer, die Denker, Dichter und dummen Außenseiter und Überläufer, alle vereint in Trostlosigkeit, gegen die sie vergeblich am Beten, gezeichnet von rauen Winden und deinem beinharten Lehm, gezeichnet von rauen Winden und deinem beinharten Lehm. Es lebe das Dorf und die Menschen in ihm, die Begotten und die Säufer, die Denker, Dichter und dummen Außenseiter und Überläufer, alle vereint in Trostlosigkeit, gegen die sie vergeblich am Beten, gezeichnet von rauen Winden und deinem beinharten Beinharten Lehm, gezeichnet von rauen Wind und deinem beinharten Lehm. Ja, das war's mit diesem Song. Er hat nur noch wenige Sekunden, aber wir haben ein volles Programm. Das war Dominik Planger mit Das Dorf auf 16 im Februar in der Liederbestenliste. Auf 15 neu in der Wertung und gleich in die Top 20 eingestiegen. Tim Fischer mit diesem Song. Wenn die Liebe dir an die Leber geht, zieh die Jacke aus, mach dich bereit. Wenn dein Schatz dir auch eine Nase dreht, sei kein Hasenherz, sei gescheit. Denn der Tiger, der hat Krallen und der lässt sich nichts gefallen. Und der springt dir mit den Krallen eines Tages ins Gesicht. Ja, der Tiger, der hat Krallen und er lässt sich nichts gefallen. Und die Krallen, die sind schwitzig und den Tiger reizt man nicht. Wenn dein Bräutigam nicht zur Trauung kommt, sag, was liegt im Grund schon daran? Um die Ecke steht schon der nächste Kerl und wer weiß, was er alles kann. Denn der Tiger, der hat Krallen und er lässt sich nichts gefallen. Und er springt dir mit den Krallen eines Tages ins Gesicht. Ja, der Tiger, der hat Krallen und er lässt sich nichts gefallen. Und die Krallen, die sind schwitzig und den Tiger reizt man nicht. Mein Mann ist ein stattlicher Mann, mein Mann ist ein kräftiger Mann, mein Mann ist ein rassiger Mann, doch er reizt mich nicht, nein, er reizt mich nicht. Da kam ein Halunke daher und er reizte mich, ja, er reizte mich. Ein Schuft ohne Gleichen war der, ja, er reizte mich, ich war schwach. Mein Mann ist ein hilfloser Mann, mein Mann ist ein folgsamer Mann, mein Mann ist ein ehrlicher Mann, doch er reizt mich nicht. Oh nein, die Liebe ist eine Schinderei und die Leidenschaft eine Last. Und die Mädchenherzen sind vogelfrei, wenn's den Männerherzen so passt. Nur der Tiger, der hat Krallen und er lässt sich nichts gefallen. Und er springt dir mit den Krallen eines Tages ins Gesicht. Ja, der Tiger, der hat Krallen und er lässt sich nichts gefallen. Und die Krallen, die sind spitzig und den Tiger reizt man nicht. Ja, die Krallen, die sind spitzig und den Tiger reizt man nicht. Ganz klar ein Song von Georg Kreisler, so wie alle Songs auf der neuen CD von Tim Fischer. Das Album heißt nämlich Tigerfest. Tim Fischer singt Georg Kreisler und dieser Song, den gibt es auf 15 in der Liederbestenliste als Neueinstieg im Februar. Platz 14 gibt es nicht, da 13 doppelt, sprich punktgleich besetzt ist. Zum einen mit Sina und dem Song Zitsammler, was wohl so viel wie Zeitsammler heißt, haben wir in der vergangenen Sendung gehört. Ja, und auch neu eingestiegen in die Liederbestenliste, Jan Degenhardt mit Erkan. Mitternacht in Fußbüttel und schwarzgegelte Haare, beim Check-in dieser magere Blick, die Wimpern Gott bewahren. Im Schritt die Beule, wie sie spaniert, kribbeln meine Nerven. Wenn das ein Sprengstoffgürtel ist, ich würde ihn ganz allein entschärfen. Sarrazin und Blume waren von den Monitoren. In ungefähr 2 Jahren ficht uns hier alles um die Ohren. Ob ich das noch erlebe, ist mir egal, ich will ihn küssen. Ob das ein Salafist ist, kann ich jetzt ja noch nicht wissen. Ich ahne, dass dieser scharfe Typ Artef oder Erkan außerdem Dschihad noch so viel mehr kann. Und ich denk mir,
man all die Jahre nur gerackt. Die meisten Chancen sind verkackt. Und mit dem Bückeln ist jetzt aus, er holt mich raus. Und ich schwör, verdammte Schwachsein, nie mehr klein sein. Dieser Chip und diese Airline, Leben kann nur so viel mehr sein. Schon spür ich diese Kraft in mir, die mich in den Sitz reindrückt. Er schließt die Augen, atmet nicht, ich glaub, ich werd verrückt. Sein Griff unter den Sitz, mein Herz pumpt wild bis in die Venen. Der Film in meinem Kopf, verdammt, die Mogadischu-Szenen. Times und FAZ reicht jetzt die Stewardess und Kokos. Islamisten und Scharia ist die Headline auf dem Fokus. Jungfrauen und Märtyrer, verdammt, jetzt ist vorbei. Wenn er Allahu Akbar ruft, werd ich's hören, dann bin ich frei. Ich ahne, dass dieser scharfe Typ Arte vor der Erkan außer geil zu gucken so viel mehr kann. Und ich denk mir, man all die Jahre nur gerackt, die meisten Chancen sind verkackt. Ich hab geglaubt, ich hol's noch raus, doch jetzt ist aus. Und ich schwör, verdammtes scharf sein, ich will brav sein. Überlebe ich diese Airline, Leben kann nur so viel mehr sein. Oh, oh, oh. Die Landebahn, das Minarett, das klatschen die Gesichter. Marokko, ich bin endlich hier und über mir die Lichter. Die Gangway am Gepäckband, dann greift mich eine Hand ein Lachen. Wenn du kein Terrorist bist, sagt er, würde ich's mit dir machen. Und ich denk mir, man all die Jahre nur gerackt, die meisten Chancen sind verkackt. Ich hab geglaubt, jetzt ist vorbei, doch wir sind frei. Und ich spür unter dem Logo dieser Airline, dieser Chip holt mich ins Meer rein. Leben kann nur so viel mehr sein. Oh, oh, oh. Ja, und so heißt dann auch die neue, seine vierte CD von Jan Degenhardt. Und der Name ist nicht zufällig, es ist einer der Söhne des altehrwürdigen Degenhardt auf 13, neu in der Liederbestenliste im Februar 2023. Auf 12 im Februar noch ein Neueinstieg, und zwar Bodo Wartke, alter Bekannter der Liederbestenliste, und die schönen Guten Abend Band, und die stellt er gleich zu Beginn jetzt mal vor. Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu unserem gemeinsamen Programm Bodo Wartke in guter Begleitung seiner schönen Guten A-Band. Ja. Mich kennt ihr bereits, gestattet mir euch im Folgenden meine Mitmusiker vorzustellen. Am E-Bass, Bosen. Ja. Ah. An der Gitarre, Frankie Fass. Am Schlagzeug Robert Memmler. Oh, wir hatten mal ein Konzert, dessen wegen ich ein Lied schrieb gegen Regen. Und zwar waren wir da auf einem riesigen Sommer Open Air, bei dem man sich vorkam, als ob man in den Tropen wär. Dort schüttete es nämlich wie aus Kübeln, und das Publikum, man konnt's ihm nicht verübeln, hörte uns nach kurzer Zeit schon nicht mehr zu, sondern rief aus voller Kehle, oh, das war ein traumatisches Erlebnis, fast so schlimm wie auf einem Begräbnis. Vor so einer Situation hat man echt Schiss, und wir haben sie noch lebhaft im Gedächtnis. Immer wenn es regnet, müssen wir daran denken, wie uns das begegnet ist, und können uns nicht ablenken. Nass bis auf die Haut, so standen wir da, um uns war es laut und wir kamen nicht mehr klar. Deswegen sind wir gegen den Regen. Der Regen hört nicht auf, uns aufzuregen.
Deswegen macht uns tierisch depressiv. Immer zu und immer wieder schlägt der Niederschlag uns nieder. Deswegen finden wir Regen auch mega negativ. Zugegeben, in entlegenen Gegenden ist der Regen ein Segen. Da regnet's in der Regel eh nicht. Aber gegenwärtig fällt Regen tendenziell entweder zu viel oder zu wenig. Erst regnet es hier überhaupt nicht und dann wochenlang schier unglaublich. Mittlerweile werden ungehemmt ganze Dörfer vom Wasser weggeschwemmt. Wir wissen inzwischen hierbei handelt's sich um die Folgen des Klimawandels und uns droht eine Reihe von doofen, weitaus schlimmeren Naturkatastrophen. Weswegen ich derzeit dabei bin, mein Regenlied umzuschreiben, und zwar zu einem Protestsong. Das hat schließlich schon hier bei uns in Deutschland eine lange Tradition. In der Schweiz wahrscheinlich auch. Wogegen wurde damals nicht schon alles gesungen? In den 80ern. Gegen Waldsterben? Zum Beispiel. Gorleben. Richtig. Atomare Aufrüstung. Genau. Und nicht zuletzt auch gegen Ronald Reagan. Der hörte damals schon nicht auf, uns aufzuregen. Doch er war Nixon, Vergleich zu Nixon oder Trump. Verdammt, ich glaub von allen inkompetenten amerikanischen Präsidenten war noch keiner so ungeeignet für das Amt wie Trump. Ich schummle mich mal langsam raus. Oh, die Zeit rennt immer schneller, als die Minuten wirklich da sind. Es ist unglaublich. Regen 2022 auf 12 neu eingestiegen. Bodo Wartke und die schönen guten Abend Band. Auf 11 von hinteren Plätzen jenseits der 20 kommend. Walli mit Hey Mr. Bankmann. Yeah. Auf, da komm ich nicht mehr mit. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß grad nicht wohin. Jetzt runzeln Sie doch nicht die Stirn, ich weiß, dass ich im Minus bin. Pleite sein macht mich krank, ich brauch mal Geld von der Bank. Vielen Dank. Hey Mr. Bankmann, wie sieht's aus mit Patte? Der Kerl, der von den Stadtbänden steht wieder auf der Matte. Ich kann Ihnen sagen, der Strompreis ist ein Graus. Doch wenn ich hier bald nicht zahle, gehen bei mir die Lichter aus. Mr. Bankmann, mir ist gar nicht mehr scherzen. Ich hab ja nicht mal Geld für Kerzen. Oh yeah. Ich brauch ja gar keinen Luxus, nur eben, dass es reicht. Ich könnte besser schlafen, wenn ich hier mal was begleich. Hey, 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 Mr. Bankmann. Hey, 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 Mr. Bankmann. Ich sag schon mal vielen Dank für das Geld von der Bank. Oh yeah. Ich hab mich verkalkuliert, doch glauben Sie mal,
soweit Walli mit Mr. Bankmann. Wer kennt die Situation nicht in diesen Zeiten? Das Ganze auf 11 in der Liederbestenliste. Alex Berlin, deine Stadt, dein Programm. Rockradio. Ja, wie an jedem letzten Freitag im Monat hier die Liederbestenliste auf Alex Berlin über UKW 91.0 und rockradio.de und am ersten Montag im Februar dann neuerdings auch 18 Uhr auf Radio Slupfort. Ein herzliches Willkommen also den Hörerinnen des in Frankfurt oder ansässigen Senders. Ich freue mich, dass ihr jetzt auch dabei seid mit der Wiederholung. Am Mikrofon Petra Schwarz. Wir sind in den Top 10 oder Top 10 der Liederbestenliste angekommen und da ist diese Dame hier. Ich laufe am Strand lang, so viele Leute, so viel Verkehr. Jede und jeder trägt eine Story mit sich umher. Jede und jeder lernt jedem neuen Tag zu vertrauen. So will auch ich mit dir unsere Story weiterbauen. Baby, du und ich, wie weit geht unsere Sicht? Wie sicher ist unser Boot? Draußen ist was los. Der Ozean schaut mich an, wo man hier wohl noch was fischen kann. Wer bekommt den letzten Schatz? Jeder muss zu essen haben, es wird eng und knapp. Ich klopf an dein Fenster, da erscheint dein frohes Lachen. Du schaltest die Nachrichten aus, packst deine Sachen. Die Haustür geht auf, du fliegst mir entgegen. Los auf die Straße, wir wollen was bewegen. Baby, du und ich, wie weit geht unsere Sicht? Wie sicher ist unser Boot? Hier draußen ist was los. Die Berge schauen auf uns herab, sie leuchten hell, der Wald brennt ab. Der letzte Schatz. Jeder muss eine Heimat haben, es wird eng und knapp. Heimat für alle, Essen für alle, Trinken für alle, Bildung für alle, Respekt für alle, Frieden für alle, Zukunft für alle. Ja, so kennt man sie. Wir machen was los. Johanna Zoll auf 10 in der Liederbestenliste im Februar 2023. Platz 9 gibt es nicht, da auf 8 auch punktgleich zwei Songs sich platziert haben. Zum einen ist dort die Gewinnerin der Jury Heuschrecke von Ende November 2022, Maria Schüritz aus Leipzig. Straßen in einer lauen Sommernacht. Lausch ne Akustikband von irgendwo ganz weit her. Sieht Gelächter in Kneipen durch beklebtes Fensterglas. Atmet die Nachtluft, trinkt ihre Limonade leer. Sie sehnt sich nach mehr. Das Leben wirklich so leer. Kommt hinterm Horizont auf den Berg. Ist da nicht noch mehr?
zu Hause auf dem Sofa, im Streaming läuft nur alter Kram. Sie schaltet das Radio ein, voller Katastrophen-News. Setzt sich dann doch nochmal hin, lässt den Laptop hochfahren. Notiert ihre Punkte fürs nächste Jobinterview. Sie sehnt sich nach mehr. Ist Leben wirklich so leer? Vielleicht kommt in am Horizont noch ein Berg. Sei noch mehr. Vielleicht Freunde treffen im Nirgendwo. Vielleicht mal aufpassen im Wald. Vielleicht ein selbstgebautes Hippiehaus. Oder Geschichten erzählen am Gleis. Oder Helden, wo Menschen ankommen wollen. Oder aufmachen, was der Krieg zerstört. Oder diskutieren, wo was nicht stimmt. Oder kranke Therapie. Sehnt sich nach mehr. Ist Leben wirklich so leer? Vielleicht kommt in am Horizont noch ein Berg. Mit dem, was sie wirklich braucht. Überlässt den Schrebergarten, der die so gerne darin bleibt. Trinkt einen Tee mit dem Freund, der immer noch zu viel raucht. Sagt, will mal sehen, wohin das Reisen mich treibt. Sehnt sich nach mehr. Ist eben wirklich so leer. Ja, das ist die Frage. Kommt da noch einer? Maria Schüritz auf 8 in der Liederbestenliste im Februar und dort auch mit einem Riesensatz nach vorn. Von 17 kommen Cynthia Nikschas und Friends mit Blatt Papier. Den Song haben wir in der letzten Sendung gehört. Auf 7 dieses Duo hier namens Mackefisch. Traum und im Endeffekt genug als Lebensraum.
Ja, vielleicht ein Problem für mehrere von uns. Ich habe kein Netflix. Ich schaffe schon gar nicht das, was ich auf den Öffentlich-Rechtlichen sehen will. Aber das mal nur am Rande. Der Song war von Mackefisch, Netflix. Auf 7 im Februar, auf 6 neu in der Wertung Tommy Engel mit dem Song Alles für die Pens. Leider ist es mir nicht gelungen, den Song zu bekommen. Im Netz findet man ihn nicht und die Kollegen haben leider nicht geholfen. Vielleicht schaffe ich es ja bis zum nächsten Mal. Auf 5 von 2 im Januar kommend Max Prosa, auf 4 Felix Mayer und Projektil, der war ja schon mal in den Top 20 heute mit Piros Feldzug, ein Song, den wir in den letzten Sendungen mehrfach gehört haben. Auf 3 im Februar von 5 kommend Manfred Maurenbrecher mit diesem Song. Friede kann nicht länger Pazifist sein. Die Welt ist ihm schwarz-weiß und nicht mehr Licht. Was diesen Krieg beenden wird, das kann nur eine List sein. Weiß Amalia, nur welche weiß sie nicht. Alice riecht die Angst vor dem Atomschlag. 70 Jahre westwärts und jetzt das. Anton stolpert über das Wort Sturmflak. Roberts Haupthaar ist vor Mühe nass. Alle leuchten in das Dunkel rein und mit jedem Leuchten wird es dunkler sein. In diesem Frieden, in dem Krieg, so nah dran und weg im gleichen Augenblick. Treffen sich zwei Deserteure an der Grenze, glauben beide, dass der andere lügt. Marie Agnes pusht und pusht zur Freiheit, macht mit jedem Waffenverkauf ein Plus. Sarah überwindet ihre Scheuheit und gibt zu, dass sie den Teufel lieben muss. Von weiter weg ein Chor-Okkupationsversteher, der Westen aber auch, die NATO sowieso. Nebendran der Club der Völkerrechtsverdreher, sie spülten es vor Jahren schon ins Klo. Alle fragen, muss es denn so dunkel sein? Und mit jeder Frage kommt mehr Dunkel rein. In diesem Frieden, in dem Krieg, näher dran und weiter weg im gleichen Augenblick. Stehen zwei verwandte Seelen an der Grenze, bricht die eine schnell der anderen das Genick. Andere Länder, andere Kulissen, anderes Schlachten und es findet dauernd statt. Ist nur so nah uns nicht. Wie könnten wir vergessen, dass in Kiew Leben Nachbarschaft zu Rom und Hamburg hat? Propagandafetzen flitzen durch den Äther. Wer Gedanken dazu hat, liefert den falschen Sound. Wenn's um Zerstörung geht, haben wir jetzt doch einen Täter. Von allen anderen wird auf Weiteres nur geraunt. Oder gleich Gas gekauft, es dunkelt ja so sehr. Da muss nun dringend eine neue Funzel her. Für unseren Frieden in dem Krieg, der tobt sich leer und voll im gleichen Augenblick. Helfen sich zwei Fliehende übers Minenfeld, denken beide, und wo bleibt der Trick? Endlos streckenlang zerstörtes Leben, Märchen des Aggressors wie ein Huhn. Man muss helfen, doch ein Happy End wird es nicht geben. Weiß Amalia und rät zur Kapitulation. Und auch Frieda ist längst wieder Pazifist.
weil dieser Pazifismus irgendwie auch ein Stück Zuhause sein ist. Nur die Ungewissheit wirft ihr kleines Licht auf die Kämpfenden, denen ihr Land zerbricht. Aufgetürmt der Feind zum Überstehen vor der Brücke, zum Darübergehen in einen Frieden ohne Krieg, in einen neuen fremden Augenblick, genannt auch Sieg. Stehen zwei sich schwer bewaffnet gegenüber, tun sich nichts. Schauen sich nur ungläubig in ihre Augen und dann sagen beide, sind wir jetzt verrückt? Sind wir jetzt verrückt? Großartig. Manfred Maurenbrecher auf 3 und schon mehrfach platziert gewesen in den Top 20 mit diesem Song und wie gesagt auf 3 im Februar. An der Spitze, wie bereits in den vergangenen Monaten, noch einmal Dominik Planger mit Deine Generation. Wir haben ihn in der Sendung vorhin schon mit Das Dorf gehört und auch den Song Deine Generation, der erklang schon öfter in unserer Sendung. Und ich will heute mal mit Platz 2 musikalisch enden. Vorher aber noch ein paar Veranstaltungshinweise. Zum einen gibt es heute Abend aber leider ausverkauft die drei Heiligen auf Jubiläumstour. Also Dirk Michaelis, Dirk Zöllner und der Sänger von Pankow, André Herzberg. Am Sonntag hat man vielleicht noch eine Chance um 18 Uhr in der Gethsemane-Kirche hier in Berlin. Am 6. Februar gibt es mal wieder den Blauen Montag. Interessante Besetzung, das ist ja immer so eine bunte Mischung. Unter anderem sind dabei C. Heiland, Hamburgs Klamaukkönig, der Wolli oder der steirische Kabarettist und Musiker Christoph Spörk. Außerdem spielt die Lennart Streicher Band, sehr zu empfehlen, das Ganze in den Wühlmäusen am Montag, 6. Februar, 20 Uhr. Den 19. politischen Aschermittwoch, wenn wir einmal bei dem Genre sind, gibt es am 22. Februar, dann auch wieder präsentiert von Arnulf Rating, sowie auch den Blauen Montag präsentierend. Und dann gibt es ganz klangvolle Namen, nämlich Alphonse Schinmeier, Florian Schröder, Simone Solger und Martin Sonneborn. Das Ganze musikalisch begleitet von den Swinging Hermlins am 22. Februar. Schon mal ein bisschen weiter vorausgeschaut. Und auch in Berlin am 1. März, das möchte ich euch sehr ans Herz legen, Lieder zur Märzrevolution. Wir sind da als Liederbestenliste Mitveranstalter. Und unter anderem werden dabei sein die Grenzgänger in der Wabe am 1. März um 20 Uhr. Wir hören uns am letzten Freitag im Februar, also am 24. wieder und hier kommt als letzter Song von 8 im Januar kommend Cynthia Nikschas und Frenz mit diesem Song, den wir jetzt nur noch anspielen können, aber da ist sie. Ich leg einfach los, ich hab da Sachen im Kopf, Leute, was machen wir bloß? Wir lassen uns so verkohlen, Freihandelsabkommen, Schluss an Bordleinen los, sonst ist mit Freiheit falsch los. Mit Freiheit falsch los. Petra Schwarz sagt schnell noch Tschüss und wünscht einen schönen Februarbeginn. Fangt an, euch gegen die zu wehren. Jeder hat doch sein persönliches Aufbegehr. Revolution ist nicht da hocken und sich beschweren. Revolution ist Augen auf sich alles selbst erklären. Drehen und wenden und schreien, wenn wir beschissen werden. Demonstrieren und streiten, wenn sie uns was verwehren. Kindern Liebe zeigen und nicht, wie wir uns zerstören. Friedlich sein und trotzdem nicht auf die da oben hören.
demonstrieren und streiten, wenn sie uns was verwehren. Kindern Liebe zeigen und nicht, wie wir uns zerstören. Friedlich sein und trotzdem nicht auf die da oben.